Du willst dein Glück finden oder es in neue Ebenen katapultieren? Du fragst dich, wie Glück überhaupt entsteht und wie du ein glückliches Leben noch glücklicher machen kannst? Möglicherweise bist du noch auf der Suche nach deinem Glück. Mit dem PERMA-Modell habe ich da etwas für dich. Martin Seligmann stellt in seinem Buch Flourish, wie Menschen aufblühen, ein Modell dar, welches sich PERMA-Modell nennt. Dieses Modell ist seiner Meinung nach Grundlage für unser Glück. PERMA ist dabei ein Akronym und jeder Buchstabe steht für eine Säule des Glückfindens. Das Ganze wird bei ihm unter positiver Psychologie geführt, da er sehr wissenschaftlich geprägt ist. Schauen wir uns die fünf Säulen einmal an. Säule Nummer 1: Positive Emotions. Einer der Hauptfaktoren in der Findung deines Glückes sind deine positiven Emotionen. Ich habe schon oft über Dankbarkeit gesprochen. Dies fällt zum Beispiel darunter. Auch Dinge wie Genuss, erhaltene Zuneigung, Freude oder generell Optimismus spielen hier eine Rolle. Optimismus per se ist ein wichtiger Punkt, da diese Grundeinstellung dafür sorgt, dass du Fehl- und Rückschläge als temporär betrachtest. Dies bedeutet wiederum, du kommst wesentlich besser mit Rückschlägen klar, als wenn du eine pessimistische Einstellung an den Tag legen würdest. All diese zuvor erwähnten Faktoren haben direkten Einfluss darauf, ob du dein Glück findest. Pflegst du regelmäßig eine gewisse Dankbarkeit für die kleinsten Dinge im Leben, wünschst anderen Glück und Freude, greifst den Tag mit einer ordentlichen Portion Optimismus an, dann wirst du diese Säule zu Genüge ausfüllen. Säule Nummer 2: Engagement bzw. Verpflichtung. Der Punkt Engagement beschreibt den Umgang mit deinen Verpflichtungen. Wir sind uns sicher einig, dass wir einen Großteil unseres Lebens mit Arbeiten verbringen, egal ob für einen Arbeitgeber oder aus der Selbstständigkeit heraus. Dein Glückfinden hängt somit großteils damit zusammen, wie du mit deinen Verpflichtungen umgehst. Seligmann bezieht sich hier darauf, in seinen Stärken zu leben. Lebst du in deinen Stärken, hast du ein wesentlich weitreichenderes Gefühl von Kompetenz und Kontrolle, was wiederum direkten Einfluss auf dein Glückbefinden hat. Säule Nummer 3: Relationships bzw. Beziehungen. Der dritte Faktor ist die Beziehung zu anderen Menschen. Es ist klar, dass andere Menschen das Finden deines Glückes zumindest indirekt beeinflussen. Hierbei sollte Fokus auf gesunde, stärkende und liebevolle Beziehungen gelegt werden. Alles, was dich eher schlecht fühlen lässt, ist deinem Gesamtzustand nicht zuträglich und du solltest ernsthaft überlegen, diese Lasten loszuwerden. Dein Glückfinden bedeutet auch, schwere Entscheidungen zu treffen. Sollte ein Mensch, der dich schlecht fühlen lässt, der dir Schuldgefühle einimpft, dich manipuliert, wirklich einen Platz in deinem Leben haben? Sei rigoros, sortiere aus. Wenn dich Menschen nicht gut fühlen lassen, herausfordern und stärken, dann haben sie gar keinen Platz in deinem Leben verdient. Pflege und stärke somit die Beziehungen, die dich glücklich machen und dir zuträglich sind. Entferne alles, was dich negativ beeinflusst. Damit hättest du die dritte Säule des Glückfindens aufgebaut. Säule Nummer 4: Meaning bzw. Sinn des Lebens. Viel wird darüber philosophiert, was der wahre Sinn des Lebens ist und ob es einen gibt. So wie es jedoch Millionen Meinungen gibt, hat auch jedes Individuum einen eigenen Sinn des Lebens. Der Sinn deines eigenen Lebens hat große Bedeutung für dein Glück und wie du es findest. Ich behaupte, dies ist einer der wichtigsten Punkte. Hierbei muss klar sein, es ist extrem individuell. Man kann dich dabei begleiten, den Sinn des Lebens zu finden, aber richtig erlangen musst du ihn selbst. Wichtig: Der Sinn des Lebens ist immer größer als du selbst. Wie in dem Video The Big Five for Life, was wirklich zählt im Leben, ist Glückfinden stark von seinem eigenen großen Ziel beeinflusst. Wenn du noch keinen Sinn gefunden hast, dann frage dich doch einmal, was du wirklich vom Leben willst. Was lässt dich morgens aufstehen und abends nicht mehr einschlafen? Was würdest du tun, wenn du nächste Woche stirbst? Was würdest du mit der Zeit anfangen? Wenn du dich hier hoffnungslos verloren fühlst, schreibe uns ruhig privat. Wir helfen dir gerne, tiefer zu graben und dich auf den richtigen Weg zu bringen, deinen ganz eigenen Sinn zu finden. Ist der Sinn einmal gefunden, dann steht auch der vierten Säule des Glückfindens nichts mehr im Wege. Säule Nummer 5: Achievement bzw. Leistung, Vollendung, Erreichung.
Ein erreichtes Ziel beeinflusst dein Glückfinden direkt, denn wir alle streben in gewisser Weise danach, eine Legende zu hinterlassen. Die Rede ist hier von großen Zielen, von Zielen, die etwas bewegen. Es wäre für uns ein Desaster, wenn sich niemand mehr an uns erinnern würde, sobald wir gestorben sind. Je stärker wir somit Einfluss durch das Erreichen unserer Ziele auf die Welt haben, desto eher sind wir dem Glückfinden näher. Diese Säule würde ich persönlich mit der Glückfinden-Säule Nummer 4 verbinden. Dein Sinn des Lebens gibt dir gewisse Ziele, die in Vollendung direkten Einfluss darauf haben, ob du eine gewisse Legende hinterlässt. Sprich, es muss auf jeden Fall Säule Nummer 4 stehen. Ansonsten kannst du noch so tolle Ziele in deinem Leben haben und auch erfüllen. Ohne genaues, was du eigentlich willst, sind dieses nur sinnfreie Beschäftigung. Besitzt du jedoch einen Sinn und Ziele in dessen Richtung, dann schaffst du dir das Erfüllen dieser Ziele, deine fünfte und letzte Säule des Glückfindens. Das war's von mir. Meiner Meinung nach gibt dieses Modell eine wirklich sehr gute und kompakte Übersicht darüber, was wirklich einen Einfluss auf unser Glück hat. Interessanterweise ist nirgendwo ein Wort von Geld oder generell Materiellem zu hören. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere uns doch bitte und lasse uns ein Like da. Erzähle auch deinen Freunden, wie sie ihr Glück finden. In diesem Sinne, besuche uns auch auf www.erschaffedichneu.de, um dein Glück zu finden. Dein Dennis.